Hey, ho Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tomb Raider 3. Ja, ich musste jetzt gerade eben noch mal ein bisschen her spielen, da mir der Spielstand abhanden gekommen ist. Ja, ich habe ihn gelöscht. Aus Versehen. Ich wollte eigentlich den Tomb Raider 2 Spielstand löschen, habe mich aber irgendwie verklickt und bin auf dem Tomb Raider 3 Spielstand gelandet. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in diesen komischen Tempelruinen. Und ich hoffe, ich habe richtig abgespeichert, also richtig gestartet, aber ich glaube schon, dass wir hier aufgehört haben. Und das wäre schön, wenn ich nicht überall abprallen würde. Lara, prall bitte nicht überall ab. Das wäre nett. Mittlerweile ist meine Erkältung auch so gut wie weg. Ich habe zwar noch etwas Ohrenschmerzen, die aber auszuhalten sind. Darum geht es jetzt weiter mit Lara. Lara, das ist Lara. Lara klettert in der Weltgeschichte herum und sucht nach einem Ruhm. Was genau sucht sie eigentlich? Ach ja, sie sucht irgendein komisches Artefakt mal wieder. Wie immer. Ah. Aber wir versuchen hier gerade erstmal überhaupt einen Eingang in diese Tempelruinen, wo ja die netten Kollegen des komischen Affenmenschens da sind. Die Affen greifen mich trotz neuen Spielstandes weiterhin an, hemmungslos und gemein. Aber das hält uns nicht. Upsala. Das hält uns nicht mal ansatzweise davon ab, irgendwo hinzugehen. Was ist denn. Ach, genau, hier war gar nichts. Ich höre eine Schlange. Geh hinfort. Ich hänge mit meinem Rucksack in der Wand fest. Könntest du das bitte lassen? Wir hätten das auch voll uns sparen können, auf diese Schlange zu schießen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in den ersten. Aua! In der ersten Tempelanlage. Also, auf jeden Fall sind wir fast da. Mit der wunderschönen, gruseligen Musik. Hinter mir kommt eine Kugel. Ohne mich. Und wir treffen auf nette Gestalten, die sich dort befinden und auch wunderhübsch sind. Das mag ich nicht. Ich mag dieses Level sowieso nicht so wirklich. Das erste ist mir dann doch etwas lieber. Aber wir finden Schrot, finden Munition. Das kann man immer gut gebrauchen. Denn Schrot, finden Munition ist sehr munitionslastig. Und ich laber wieder nur Mist. So, ich speichere mal schnell. Ganz schnell. Ich habe sogar die Schnellspeichertaste gefunden. Denn unsere netten Freunde, die Statuen der Vergeltung, werden jetzt lebendig und wollen uns ans Leder. Warum rede ich so halb semi-professionelle Französisch? Geh hinfort. Ich habe Brüste, du nicht. Damit bin ich automatisch am Gewinnen. Warum laufe ich gegen diese Wand? Ich weiß es nicht. Hör auf mich zu treten. Du kannst langsam sterben, bitte. Also jetzt mal ernsthaft, jetzt stirb. Sag mal, was soll denn das? Ja, nun ist aber Zapfenstreich hier. Danke. Ich bin ja auch fast gar nicht gestorben bei der Aktion. Irgendwie hat meine Steuerung zwischendurch versagt. Aber das interessiert uns nicht, denn hier ist ein Heilemach-Dingens. Und Heilemach-Dingens machen uns heil. Heile, heile. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier durch, denn alles andere müsste zu sein. Ich speichere noch mal eben ab. Still und heimlich, ohne dass es jemand merkt. Mal wieder auf einem anderen Slot. Man weiß ja nie, was passiert. Ich höre Affen. Ich muss das echt lassen mit dem komischen Möchtegern-Akzent hier. Nimm den anderen Affen. Der ist viel näher dran. Das heißt, er kann uns Schaden machen. Jetzt nicht mehr. Warum bist du gegangen? Ich habe die Taste nicht einmal berührt. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere ersten Feinläufe auch schon hinter uns und auch gleich vor uns. Das könnte interessant werden. Immerhin kommen wir ansatzweise voran.
Ich sollte jetzt hier ein bisschen aufpassen, ich vergesse das sonst immer. Aber heute mal nicht. Na, von wo kommen sie und wann kommen sie? Kommen sie überhaupt? Jetzt kommen sie, ich hab's genau gehört. Die komischen Trümmer der Zerstörung. Aber ich lasse mich heute nicht zertrümmern, denn ich habe keine Lust, zertrümmert zu werden. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Es war hier so ein bisschen versteckt, was wir hier machen müssen. Ob ich das schaffe? Ich speichere. Ihr kennt mich ja, ich speichere lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Vor allem in dem Teil hier, weil ich weiß, dass es später richtig nett wird. Das meinte ich jetzt ironisch. Also Laras Körper ist merkwürdig modelliert. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das merkwürdig. Warum hast du das jetzt gemacht? Aber wir klettern wir jetzt hier hoch und gucken mal, dass wir nicht wieder runterfallen. Vor allem bei diesen ganzen Schrägsprungpassagen, die wir hier haben. Ich bin ja fast nochmal so frei und werde jetzt nochmal speichern. Denn, wie ich schon mal erwähnt habe, ich spiele ja die PC-Version. Ich kann speichern, wann ich will. Und vor allem so oft ich will. Ab welchem Teil wurde das denn auf der PlayStation auch eingeführt, dass man... Ah, nö! Meine Nase juckt. Stirb und geh hinfort. Dich mag eh keiner. Du bist böse. So, ich speichere nochmal. Es tut mir leid, dass ich so oft speichere. Aber ich bin halt in dem Punkt etwas vergeh. Weil ich genau auf sowas nämlich gar keine Lust habe. Spiel laden. Sofort. Tu es. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt die PlayStation-Version spielen. Wie lange wir hier warten müssten, bis hier irgendwas passiert. Kann ich das vielleicht auch mit einem ganz normalen Sprung schaffen? Ey! Der bitte! Okay. Hä? Hä? Ist das plötzlich so laut? Was ist hier los? Lara ist in der Haus! Okay, das habe ich geschafft. Ihr randaliert. Ich krieche jetzt einfach hier unten durch. Au! Egal, ich werde mich aber nicht heilen, denn da vorne ist ein Heilemacht-Dings. Heilemacht-Dings! Okay, und jetzt war es hier ein bisschen tricky. War es die hier? Ja! Ha! Beim ersten Mal dachte ich, ich habe hier irgendwas falsch gemacht und bin wieder zurückgerannt und so. Ich möchte bloß noch mal wissen, ob hier was liegt. Nö. Nö. Hier liegt nirgendwo was. Dann halt nicht. Ich kann das Ding nicht mehr schieben. Vielleicht. Aha. Okay, alles ist gut. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob, weil wir sehen ja gerade, dass wir die anderen Teile ja auch schieben und ziehen können auf der linken Seite. Und da weiß ich jetzt gerade nicht, ob da irgendwo was Wichtiges drunter war. Ich würde fast mal behaupten, nicht. Denn, ja, ich hoffe es einfach mal. Ich werde jetzt hier nicht rumsuchen, ich werde immer noch mal speichern, bevor uns wieder irgendwelche Kugeln um die Ohren fliegen. So. Was? Von wo? Oh, oh! Meine Tapatei! Tapatibum! Tabum, mächtiger Badabum! Ja, oh Gott! Warum? Was ist hier? Stacheln und Wasser. Ich nehme das Wasser. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn ich jetzt... Aua! Moment, ich habe nichts eingesammelt. Das heißt, ich lade mal noch mal ganz kurz den Spielstand. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier nichts einsammeln musste. Moment. Das ist jetzt zwar voll gescheatet gewesen, aber... Hier muss irgendwo was sein. Aber ich komme ja gar nicht mehr zurück, wenn ich hier irgendwas wegschiebe. Aber ich kann sie reinschieben, das ist ja schon mal etwas. Jetzt bin ich doch gerade leicht überfragt. Kann ich noch eins reinschieben? Nö. Ich schieb einfach alle rein. Ich hoffe einfach, dass
irgendwo was drunter liegt oder halt auch nicht drunter liegt. Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Ich bin nämlich fast der Meinung, dass doch irgendwo was drunter lag, was ich gebrauchen könnte. Aber ich weiß es halt nicht mehr so genau. Hier auf jeden Fall nicht. Das geht nicht. Geht das? Nee. Wie? Jetzt? Gut, dann schieb es zurück. Und hol das nächste Gesteindingens. Ich guck mal hier drunter. Ach nee, das geht ja nicht. Das war jetzt blöd. Das war blöd von mir. Warum hören jetzt die Fallen auf? Jetzt gehen sie wieder los. Können wir das mal lassen? Und unterlassen? Dann müssen wir die komische Falle gleich nochmal bekämpfen. Ach ja, jetzt habe ich nicht schlau agiert. Aber jetzt. Ich hoffe, ich verschwende jetzt hier nicht meine Zeit, aber ich glaube eigentlich schon, dass wir das so zu machen haben. Sonst wäre es nicht so. Hoffe ich. Wie gesagt, jetzt geht's schon los, dass ich keine Ahnung mehr habe. Und ich habe Unrecht. Was ich ja gar nicht mag, ist, wenn ich Unrecht habe. Ich glaube fast schon gar nicht, dass hier was drunter ist. Ich will das jetzt gerade gar nicht glauben. Das bedeutet nämlich, ich muss den Scheiß hier wegschieben. Gut, wir merken uns, ich muss in der Mitte noch gucken. Unbedingt gucken. Ich kann das ja schon mal rausziehen. Damit ich das gleich durch die Gegend schieben kann. Wenn da auch nichts drunter ist, dann ist da nichts. Dann habe ich das völlig umsonst gemacht. Dann habe ich irgendwo anders was vergessen. Ich habe doch nicht zufällig irgendwas eingesammelt, oder? Irgendwas, was ich voll vergessen habe. Nein, daran würde ich mich erinnern. Na, ich hatte recht. Wir speichern. Nochmal, einfach nur für den Fall. Für den Fall der Fälle, dass ich hier eventuell nochmal krepieren sollte. Aha, jetzt ist da Wasser drin. Das Übliche. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Nein. Das ist die falsche Taste. Ich wollte sprinten. Okay, ich habe mich trotzdem erschrocken. Und hier gucke ich jetzt lieber nochmal, welche der beiden... Okay. Ganz tief, weil ich eigentlich nicht vergiftet werden wollte. Nein, ich bin falsch. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss jetzt hier hin. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Moment, was war? Ach ja, genau. Ich muss jetzt wieder dahin, wo wir die beiden Affen getötet haben. Und dann müsste das eigentlich richtig sein. Ich speichere auch zwischendurch nochmal. Heil mich, meine ich. Heil mich und hau mich. Sitzen auf dem Baum. Ja, ja. Das Übliche. Immerhin kommen wir voran, das ist ja schon mal etwas. Jetzt ist was passiert? Ich gehe mal davon aus, dass das hier zu war. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Eine Schlüssel. Wir haben eine Schlüssel. Mit dem gehe ich jetzt wieder zum Anfang des Levels, glaube ich. Also nicht zum Anfang, sondern... Na, also ihr wisst, was ich meine. Zu dieser komischen Statuen, Frau, Dings, Monster, Böse. Mit 8 Armen, auch wenn es 6 sind. Sind es 6? Ich zähl's nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind 6. Und irgendwo hier musste man das einsetzen. Aber das war doch noch nicht alles. Geht es hier nicht eigentlich noch weiter? Ah, ich verstehe. Dann würde ich jetzt sagen, ich mache, bevor ich dir hier irgendwas anderes mache, kurzen Schnitt. Und bedanke mich bei euch natürlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.